Wir kommen zur Politik. SPD-Co-Chef Lars Klingbeil hat sich, Zitat, fassungslos über den erneuten Streit in der Ampelkoalition gezeigt. Aufgabe der Regierung sei es, Sicherheit, Orientierung und Stabilität zu geben, sagte der Sozialdemokrat bei einem Bürgerdialog in Frankfurt am Main. Er erwarte jetzt, dass sich die Koalition bei der Kabinettsklausur in Meseberg Ende des Monats einige. Unterdessen geht der Streit in der Ampel weiter. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die grüne Familienministerin Lisa Paus für ihr Veto gegen die von ihm geplanten Steuererleichterungen für Unternehmen. Lindner sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es sei nicht hilfreich, unterschiedliche Vorhaben zu verknüpfen. Paus hielt dagegen, immer wieder heiße es, man müsse erst erwirtschaften, was man verteilen könne. Dabei sei es doch umgekehrt. Gebraucht würden gute Rahmenbedingungen für Familien, auch damit Eltern überhaupt erwerbstätig sein könnten. Inzwischen legte sie den vom Kanzler geforderten Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung dem Kanzleramt und auch dem Finanzministerium vor. Das Papier beinhaltet unterschiedliche Varianten. Kanzler Scholz ist mal wieder auf Reisen. Am Vormittag trifft er bei seinem ersten offiziellen Besuch in Österreich seit seinem Amtsantritt den österreichischen Bundeskanzler Nehammer. Und dabei geht es voraussichtlich um aktuelle sicherheitspolitische Themen, insbesondere den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das hat eine Regierungssprecherin in Berlin so verlautbaren lassen. Nehammer dagegen, heißt es von österreichischer Seite, will bei dem Treffen auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ansprechen. Deutschland, so Nehammer, führe zu Österreich nach wie vor Grenzkontrollen durch. Und das zeige, dass das Schengen-System strukturell nicht funktioniere.